Relief Rally im Bärenmarkt oder neuer Abwärtstrend? Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo wir uns einmal im Detail anschauen möchten, wie sieht die Wirtschaft, der Aktienmarkt momentan aus? Haben wir eine Relief Rally, die jetzt gerade abgewürgt wird, oder ist es der Beginn eines neuen Bullenmarktes? Also, ich hatte ja einmal genau die gleiche Slide im letzten Monat in der Präsentation, und das ist sogar die vom letzten Monat. Da waren wir bei 395 im SPY, also im ETF auf den S&P 500. Jetzt sind wir ebenfalls fast auf dem gleichen Stand, aber einen Monat später. Das bedeutet, es ist damals noch ein wenig weitergegangen. Im Endeffekt sind wir am genau gleichen Punkt. Niemand weiß, ob es jetzt weiter hoch oder weiter runter geht, was die kurzfristige Betrachtung angeht. Und das ist auch nicht wichtig, denn wir versuchen uns hier auf die langfristige Betrachtung zu fokussieren. Denn niemand kann sagen, wie der Aktienmarkt sich morgen entwickeln wird. Aber man kann sich fundamental versuchen, an diese Thematik des Investierens heranzutrauen, dann Strategien für den aktiven und für den passiven Handel, also für die kurzfristige und für die langfristige Sicht, aufzustellen. Und genau das versuchen wir hier mit dem Börsenbriefprojekt zu pushen. Und jetzt wollen wir einmal tiefer in den Markt hineinschauen. Einmal kurz nochmal ein Resümee vielleicht zum Börsenbrief, weil es ist ein halbjähriges Jubiläum. Ich habe gestern den 6. Börsenbrief verschickt. Es sind jetzt 6 Monate hier mit diesem Projekt dabei und ich kann nur sagen, manchmal lohnt es sich dabei zu sein. Wir haben in der Ausgabe vor 6 Monaten intensiv darauf eingegangen, dass eine Rezession droht. Mittlerweile spricht jeder von einer Rezession, aber noch viel wichtiger, wir sind im Teil der Investmentstrategien, im Teil der Investmentthemen darauf eingegangen, dass man vor allem den Dollar gegenüber anderen Währungen halten soll. Wir alle wissen, die Dollarstärke ist danach richtig explodiert. Wir haben davon gesprochen, Tech-Aktien und Kryptowährungen zu vermeiden. Wir alle wissen, dass Tech und Krypto nochmal richtig gefallen ist. Und wir haben dazu geraten, Aktien generell unterzugewichten, Homebuilders zu meiden, also Aktien, die den Immobiliensektor betreffen. Und natürlich haben wir auch davor geraten, momentan mit Commodities aufzupassen, einfach aufgrund der Rezession. Und wir haben empfohlen, Anleihen long zu gehen. Mit Ausnahme der Anleihen hat jeder Trade oder jede Handlungsidee bisher super funktioniert. Die Anleihen sind mass o menos auf gleichem Stand, waren kurzfristig sehr negativ, also sehr weit im Minus, haben sich aber super erholt und wir sind weiterhin, was Anleihen anbelangt, das Jahr oder für das Jahr 2023 sehr, sehr bullisch. Also jeder, der einmal reinlesen möchte, der erste Monat ist kostenlos, dann 20 Euro pro Monat oder eben 150 Euro im Jahr, das sind dann 12,50 Euro pro Monat. Es ist jederzeit kündbar und wenn du dich mit dem PayPal-Link von unten einfach einmal anmeldest, kriegst du die erste Ausgabe kostenlos und nach 30 Tagen greift dann das Abo. Jetzt wollen wir direkt einmal reinstarten. Wir haben in dieser Ausgabe einen großen Fokus auf die Frage China gelegt. Denn einfach deswegen, China ist wahnsinnig wichtig. Wir haben dort nämlich 2 verschiedene Konzepte. Einmal Ray Dalio, ihr alle wisst, ich bin ein großer Fan von Ray Dalio, habe alle seine Bücher gelesen. Ich habe sie sogar hier auf meinem Schreibtisch, aber ich ziehe sie jetzt nicht raus, weil sie unter anderen Büchern bestapelt, also gelegen. Auf jeden Fall, das Wichtige ist, Ray Dalio hat sich intensiv mit China auseinandergesetzt und kommt zu dem Stand, dass China eine aufsteigende Supermacht ist, setzt das mit Amerika, der absteigenden Supermacht, in Kontext und hat natürlich dementsprechend auch stark in China investiert. Das interessante Thema bei China ist aber, dass es auch eine andere Betrachtung gibt, nämlich von einem Ökonom, nämlich Friedrich August von Hayek, ein ganz wichtiger Spieler der Österreich oder Vertreter der österreichischen Schule, der diese Idee vertritt, dass Informationen immer dezentral in der Bevölkerung verteilt sind und aus diesem Grund
wird immer in einer Diktatur der Diktator irgendwann einen Fehler machen und dieser Fehler wird dann den Untergang des Systems bedeuten. Natürlich kannst du da Diktatoren wie Adolf Hitler als Beispiel nehmen, der in seinem Größenwahn dann ganz viele andere Länder überfallen hat. Wollen wir jetzt nicht zu weit drauf hineingehen. Auf jeden Fall, es war ein Fehler, diesen Krieg anzufangen, diesen Krieg so weit fortzuführen. Und dieser Fehler hat dann natürlich zum Zerfall des Deutschen Reichs geführt. Dann haben wir natürlich jetzt bei China eine ähnliche Situation, dass wir mit Xi Jinping einen Führer haben, der sich nicht eingestehen kann, mit der Zero-Covid-Policy einen Fehler begangen zu haben, der nicht auf westliche Impfstoffe vertrauen kann. Da ist der Stolz zu groß. Da würde man eben von dem Mantra abweichen, dass China alles selbstständig machen kann. Und da ist eben die große Gefahr, und das ist die andere Sichtweise, dass China immer weiter in einen Fehler hineinrückt und kein Feedback bekommt, kein Feedback zulässt, mehrere Fehler macht, die dann so teuer sind und dann eben nicht diesen von Ray Dalio prophezeiten Aufschwung für China erfahren lässt. Also wir gehen dort auf jeden Fall viel mehr ins Detail im Börsenbrief. Dann jetzt die große und alles entscheidende Frage, geht es weiter nach oben, geht es weiter nach unten? Und die Antwort, es ist einfach nicht so einfach. Wir haben einfach die Situation, dass die ganzen Makrodaten, und das wissen die Subscriber dieses Kanals, rede ich ja schon andauernd, das wissen auch die Leser des Börsenbriefs, die ganzen Makrodaten langfristig sind bearish. Historisch haben Aktien erst dann ihren Tiefpunkt erreicht, wenn die Rezession bereits begonnen hat, sind aber am Anfang der Rezession. Der beste Kaufpunkt ist normal, wenn 2/3 der Rezession vorbei sind. Aber wenn alle denken, dass die Aktien fallen werden und wir sehen wirklich viele Leute, die davon von fallenden Aktienkursen sprechen, dann ist das eingepreist. Wir sehen momentan, die Fondsmanager haben sehr hohe Cashquoten. Einfach deswegen, weil sie ganz genau wissen, das Makroumfeld sieht schlecht aus. Wenn die Fondsmanager hohe Cashquoten haben, ist ganz wichtig zu verstehen, der Bärenmarkt endet dann, wenn es keine Verkäufer mehr gibt und dann die Käufer eintreten. Und das ist eben die große Gefahr, die große Chance für die Leute, die an den Fortbestand der Relief Rally glauben, dass jetzt auf einmal nochmal ein ganz starkes Momentum einsetzt, weil die Fondsmanager merken, oh nein, oh nein, oh nein, die Kurse steigen und ich bin nicht investiert, dann müssen sie alle schnell investieren, denn sie können es sich nicht leisten, eine Rally zu verpassen. Und dann steigen die Kurse weiter. Und wenn die Kurse weiter steigen, dann steigen sie eben weiter. Und dann kommt ein Momentum ins Spiel und dann kann das durchaus sich sehr positiv und konstruktiv weiterentwickeln, obwohl die Fundamentaldaten bearish sind. Das ist ganz wichtig. Also die Fondsmanager haben bereits verkauft, haben nun sehr viel Cash. Die Frage ist, wer soll weiterverkaufen und eventuell müssen sie wieder kaufen, weil eben die Relief Rally stattfindet. Die andere Sicht ist, who's last to sell? Man muss sich auch einfach die Frage stellen, wenn die Fondsmanager bereits stark verkauft haben, wer soll denn dann noch abverkaufen, um den Bärenmarkt fortzuführen, um die finale Eskalation, den finalen Ausverkauf, den Letztpunkt, den Kotzpunkt, wo der letzte Aktienanleger schwört, nie wieder Aktien anzugreifen, um diesen Punkt zu erreichen, den wir auch im Börsenbrief in den letzten Ausgaben sehr deutlich beschrieben haben. Und dann muss man sich natürlich einmal die ganzen Menschen wie du und ich anschauen, die eben keine Institutionellen sind, die Privatanleger, was die so machen, die wir alle wissen ja, die haben während Covid, im Zuge der Stimuli-Checks und so weiter, haben die in Amerika natürlich an Bedeutung gewonnen und wir sehen einfach, die haben zu einem Drittel Immobilien. Das ist schon mal ein großes Stück, aber die verbleibenden 2/3 haben die vor allem in Savings und in Aktienpaketen. Das sieht man hier an dieser Grafik wunderbar. Wir sehen auch, wie sich ihr Reichtum ganz stark vermehrt hat innerhalb der letzten Jahren. Und jetzt ist natürlich die große Frage, können diese Menschen es sich leisten, diese Vermögenswerte zu halten, wenn zum Beispiel die Rezession kommt? Was bedeutet Rezession? Rezession bedeutet, Wirtschaft funktioniert nicht mehr gut. Das ist ein Kreislauf, wichtig zu verstehen. Kreislauf bedeutet weniger Konsum. Weniger Konsum bedeutet weniger Arbeitskräfte. Weniger Arbeitskräfte bedeutet Kündigungen. Kündigungen bedeuten weniger Geld, bedeutet weniger Konsum. Das ist eine Todesspirale. Und wenn die einmal in Gang gesetzt wird, müssen Leute Vermögensassets liquidieren. Das bedeutet, zuerst werden natürlich die Kryptowährungen verkauft. Ich denke, das haben die meisten Leute gemacht. Dann werden die Tech-Aktien verkauft. Ich denke, das haben die meisten Leute auch gemacht. Dann werden die anderen Aktien verkauft.
Davon gehen wir eben aus, dass noch einiges an bearishem Momentum kommen kann, wenn wir die nächsten 6 bis 12 Monate betrachten. Und dann, nach den Aktien, werden die Immobilien verkauft. Und dann ist wirklich der Punkt, wo alle Leute verkauft haben. Das sollte man sich auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass die Retail-Investoren noch relativ stark investiert sind und eventuell die letzten sein werden, die verkaufen, aber erst dann, wenn sie es müssen. Und was natürlich auch noch eine ganz wichtige Grafik ist oder der heilige Gral des Investierens momentan, ist, dass wir historisch gesehen immer erst dann das Tief oder in den letzten Malen das Tief gesehen haben, wenn der Fed-Pivot bereits passiert ist. Einmal noch kurz für die, die neu einsteigen. Fed-Pivot bedeutet, dass die Fed, die amerikanische Notenbank, von Zinsanhebungen zu Zinssenkungen wechselt. Das, worauf alle spekulieren. Doch der Boden des Bärenmarktes war immer erst dann erreicht, wenn dieser Pivot bereits passiert ist. Also wir sehen hier, Pivot, Boden erst danach. Pivot, Boden erst danach. Pivot, Boden erst danach und genauso hier. Und der Pivot ist noch nicht passiert. Das bedeutet, wir haben hier eine starke Korrelation von historischen Daten, die das eben aufgezeigt haben. Alles keine Garantie, aber wir haben diese Daten, wir haben die ganzen Daten, die anzeigen, dass die Wirtschaft nicht gut läuft. Im Endeffekt spiegeln die Aktien die Gewinne der Unternehmen da. Das bedeutet, wenn die Wirtschaft nicht läuft, können Aktien nicht gut laufen. Aber ganz wichtig, das ist zeitversetzt. Die Börse antizipiert einfach 6 bis 12 Monate im Voraus, was dann in der Wirtschaft passieren wird. Deswegen agieren Aktien und Börse, agiert Börse und Wirtschaft niemals im Gleichschritt, sondern die Börse ist der Wirtschaft immer einen Schritt voraus. Und was natürlich auch noch wichtig ist, was die Anleihenwette anbelangt, also langlaufende Staatsanleihen zu kaufen. Wir gehen im Börsenbrief nochmal ganz genau auf Anleihen ein, welche verschiedenen Anleihen es gibt, welche Anleihen man mal kaufen sollte und so weiter. Aber Anleihen sind momentan, was den Yield anbelangt, denn ja, es gibt auf Aktien auch einen Yield, je nachdem. Wenn du die Dividende durch den Aktienkurs teilst, siehst du bei Aktien auch einen Yield und man hat momentan bei Anleihen einfach im Vergleich zu Aktien sehr hohe Renditen. Das bedeutet, Aktien sind momentan eigentlich viel interessanter als Aktien, wenn man sich die Profitabilität, die Rentabilität, also den Yield anbelangt. Und dann kann es natürlich sein, dass viel Kapital jetzt erstmal aus Aktien in Anleihen fließen wird, weil man da sozusagen ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis hat. Gut, jetzt fragt sich natürlich jeder, was soll man tun? Und natürlich ist das nicht leicht. Seit 6 Monaten und hier auf diesem Kanal schon länger predigen wir, dass momentan die Zeit ist, nicht falsch zu liegen. Momentan geht es vielmehr darum, Kapital zu erhalten. Im Bärenmarkt geht es vielmehr darum, sich zu sicherzustellen. Das schreibe ich auch im Börsenbrief am Schluss. Ich weiß, ich habe in Dollar gemessen Geld verloren. Aber dadurch, dass ich viele Dinge, die sehr spekulativ waren, mit denen ich sehr viel Geld verdient habe, im Zuge des Bullenmarktes verkauft habe und viel meines Portfolios in Dollar gewechselt habe, könnte ich mir jetzt so viele Bitcoins oder so viele Anteile an welchen Aktien oder an welchen Aktienindizes, Portfolios oder wie auch immer kaufen wie noch nie zuvor. Ich hatte mir noch nie so viele Bitcoins, noch nie so viele DFI, noch nie so viele Ether oder noch nie so viele Anteile am weltweiten Aktienportfolio kaufen können wie jetzt, obwohl ich in Dollar gemessen verloren habe. Und einfach deswegen, weil ich damals Gewinne mitgenommen habe. Das bedeutet, wenn du dein Kapital erhältst in Dollar gemessen und dann wieder einkaufst, gewinnst du, wenn du weißt, dass du nur in Dinge investierst, die langfristig steigen müssen, weil du zum Beispiel keine Chance auf einen Totalverlust hast, weil du diversifizierst und so weiter. Also es geht darum, in Zeiten wie diesen, wo man im Winter ist, wo man im Bärenmarkt ist, geht es darum, Risiken zu vermeiden. Risiken zu vermeiden, Kapital erhalten, überleben und die Zeit, Risiken einzugehen, wird wieder kommen. Und das ist eine der wichtigen Weisheiten oder der wichtigen Messages, die wir versuchen mit diesem Börsenbrief an euch weiterzugeben, wo mein Mentor und ich, mein Mentor ist im Asset Management eines DAX-Konzerns. Das bedeutet, er muss Milliarden auf lange Sicht verwalten. Er weiß einfach ganz genau, wie man Risiken sehr gut managen kann, wie man Risiken streut, wie man langfristig an der Börse Kapital mit welchen Risiken, Budgets und so weiter adjustieren, bla 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 muss. Und deswegen haben wir hier dieses Projekt gestartet, um vor allem, ich weiß, viele Leute in meiner Community sind über Kryptowährungen zum Investieren gekommen, genau wie ich, haben sehr viel
mit Altcoins investiert und so weiter. Habe ich auch alles gemacht, kann man super viel Geld verdienen. Man muss nur wissen, wann welche Zeit gekommen ist. Ich habe durch dieses Wissen, um mir das alles, diese Erfahrung anzueignen, auch sehr viel Spielgeld auf der Seite liegen gelassen. Genau für diese Leute ist der Börsenbrief, um selbst bessere Entscheidungen zum Thema Investieren zu treffen und weniger potenzielle Rendite auf der Seite liegen zu lassen, weil man dumme Entscheidungen getroffen hat. Ich freue mich, wenn ihr beim Projekt einmal mitmacht, einmal gratis Probe lest. Ihr könnt einfach den PayPal-Link, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, mitnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. By the way, natürlich interessiert mich auch noch eure Meinung. Seid ihr momentan auf der Long-Seite? Seid ihr auf der Short-Seite? Seid ihr neutral? Ich freue mich über eure Meinung und wir sehen uns beim nächsten Video.